Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fortnite. So, die aktuelle Quest ist Gefühlsduselei und da machen wir jetzt auch weiter. Was benötigen wir dazu? Also, da müssen wir Überlebende retten. Okay. Unter denen ist anscheinend ein Strafverteidiger. Gut, also wird es wieder eine Mission, wo wir alles abklappern müssen. Aber bevor ich jetzt starte, das wollte ich im letzten Video schon machen, und zwar unsere Helden aufwerten oder verbessern. Ja, schauen wir mal unter die Upgrades nach. Weil die Drohne war uns jetzt richtig hilfreich meistens. Ja, das kann ich erst ab 100, Level 130 upgraden, die nächste Stufe. 90. Teleporter könnte ich upgraden. Ja, wisst ihr was? Ich lasse das, damit ich meine Drohne dann upgraden kann. Weil die war bis jetzt am hilfreichsten. Okay, oder? Spitzhacke. Wie oft? Ja, die Spitzhacke brauche ich schon oft. Ja, komm. Reden mal jetzt die Spitzhacke ab und Drohne können wir später. In Forschung. Wo stecken wir da wieder die Forschung rein? Standhaftigkeit, Angriff. Ja, komm. Geht was ins Angriff rein. Nächstes Mal können wir dann was anderes aufwerten. So, zurück. Überlebende kann ich mal später verwalten. Helden verwalten, schauen wir mal. Legendärer Held. Mystisch, wir haben einen mystischen Helden auch mal bekommen. Ist ja der Konstruktor, okay. Behalt sie mal. Behalt sie mal fürs Erste. Als Unterstützung, okay, den haben wir als Unterstützung sowieso drinnen. Kann ich nicht viel ändern. Drohne lasse ich auch mal drinnen. Gut, da kann ich soweit nicht viel. Ja, wir könnten zur Expedition wieder jemanden schicken. Ja, das lasse ich fürs nächste Mal. Gut, dann starten wir einfach die Quest. Ich glaube, die ganzen Upgrades gehe ich einfach einzeln selber durch und aktuell, ja, das ist mal ein Team. Das ist mal ein Team. Die ganzen Waffen-Upgrades und Herstellung, ich glaube, ich spare euch das Ganze und mache das in aller Ruhe dann alleine. Außer ihr habt da wirklich Interesse, dann schreibt es in die Kommentare rein. Dann zeige ich euch die ganzen Upgrades, was ich auch mache. Gut, wir waren da und wir müssen Überlebende retten. Alles klar. Und natürlich unterwegs wieder alles einsammeln. Duglo nehme ich mit. Sieh mal, ein Kochbuch für Gruselkoch-Klassiker. Ja, die Spitzhacke geht schon viel besser. Wow, du hast schon ein Geisterkochbuch gefunden. Natürlich. Putergeister. Truthahngerichte für die Lautspukenden. Ah, Poltergeister. Die sind sowas von ätzend. Okay, da sehe ich schon den Und du ersten kannst sie in die Überlebenden. Glasdünger fliegen. Dann rette ich Immer die mal. gleiche schwebende Büchertour. Echt lahm. Also es zahlt sich wirklich aus. Erst nochmal. Ja, die Spitzhacke, die geht ja ab. Okay, das war kein Fehler. Die Spitzhacke upgraden war kein Fehler. Spart uns wieder Zeit. Weil teilweise ja richtig viel Legt einen Zahn zu! Hilfe! zerstören müssen. Ja, komm. Kann ich da nicht rundum einfach Schutz mal aufbauen? Ja, komm. Weg mit dir. Unsere Drohne kommt jetzt raus. Ja. Ich brauche Hilfe!
Ja, der komische Stimme. Komm. Früher mal einen Schutz aufbauen, dass da einer direkt rüber geht zu ihr. Ja, ist schon klar. Nicht Gute rumschreien. Arbeit! Weiter so! Warte mal! Können wir nicht Jurabot benutzen? Er hat die Lizenz verloren, weil er Gelder von Klienten unterschlagen hat. Das war es wert. Ich weiß, wir werden bald einen Anwalt finden. Such einfach weiter. Mache ich ja die ganze Zeit. So, das war mal die erste, aber sie war kein Anwalt bzw. kein Jurastudent. Ich sehe da auf der Karte ist wirklich aktuell keinen. Also ein Ausrufezeichen, das nehme ich mal mit. Wenn ich den Eingang finde. Meine Folgen, ja. Ich glaube, ich konzentriere mich lieber auf die ganzen Überlebenden. Das ist Priorität Nummer 1. Alles andere, was ich nebenbei finde, nehme ich einfach mit. Die Richtung könnten wir mal schauen. Karte noch nicht komplett entdeckt ist. Nehmen wir mal unseren E-Scooter raus. So schnell ist es auch wieder nicht. Normalerweise sind überall die Überlebende. Aber jetzt, wie es aussieht, dieser Map kaum. Doch zu Fuß lieber. Hey, die Jungs, das war gerade nicht nett. Wartezeit wieder. Kunden hätten sie sich aussparen können. Ja, doch eine wieder wenden gerade. Hält doch jemand. Ja, wie gesagt, teilweise sind überall die Überlebenden verstreut, aber wenn wir jetzt sie suchen, finden wir keinen einzigen. Es ist ja wieder typisch bei dem Quest. Vielleicht finden wir ja noch einen. Okay, da war einer wohl. Sehr inaktiv. Spiel verlassen. Ups. Oh, da ist einer. Da ist hier einer. Ganz ruhig. Ich hoffe, der ist jetzt da drinnen geschützt. Oder auch nicht. Danke. Ja, nice. Ich meine, wir freuen uns sehr, dass.
ehrlich gesagt, nein. Die Bibliothek befindet sich in der dritten Etage. Falls du vorhaben solltest, schnell Anwalt zu werden, um das Leben eines Mannes zu retten, nur ein Schritt. Schnell Anwalt zu werden ist wieder ein guter Ansatz. Ist doch so schnell gehen würde. Mann, in dem Buch geht's ums Essen von Seelen und nicht von genialem Frühstück. Ja, also, nehme ich halt die Bücher mit. Keine Seelen, oder? Wenn wir da schon keinen Anwalt finden. Angesehen? Sie bestehen ja fast nur aus Haaren und Daumen. Wie geht's? Solche Seelen mag ich nicht. Bäh. Nicht für ungut. Alles gut. Ich habe ja wirklich Haare und Daumen. Na bitte. Anwälte sind Mangelware. Was haben wir da? Wieder unsere Bücher, alles klar. Hauptsache, in diesem Map finde ich fast alles, außer Anwälte. Wir haben alle Bücher, oder? Glaube schon. So. Mach mal den Weg frei. Für Tee ist immer Zeit. Naja, das ist zwar für Geister, handelt aber nur von kleinen Sandwiches und Eierkuchen. So holt man sich nur nervige singende Kinder und Kerle mit Laternen und Zylindern ins Haus. So, dann schaue ich mal, dass ich einfach die Quest abschließe. Ich habe zwar keinen Anwalt gefunden, aber zumindest Bücher gesammelt. Ein Turm ist fertig. So. Begleiten mal unseren Kumpel. Wer der nächste Turm? Also Radarturm. Gut, wir müssen noch zwei Radartürme bauen. Dann ist die Mission wahrscheinlich auch abgeschlossen. Sich eher da glaube ich, ha? Ja, schon gut aus. Das sieht schon gut aus. Aber ich weiß ja, ganze Bauen waren noch nie meins. Aber ich gebe mein Bestes. Oh, Jungs. Ganz ruhig da, Jungs. So, da kommt eine Bodenplatte hin. Ja, das mit dem Bauen hasse ich am meisten. Das hasse ich wirklich am meisten. Trick, ja, ich glaube nicht, aber man könnte ja, wenn ich da nicht einfach mit der Treppe rauf und oben einfach nur ein Radar platzieren. Probier es mal aus.
Einfach mal cheaten, wenn es geht. Ich muss hier da noch eine Platte hinbauen. Mal rauf. Das überhaupt vorgesehen ist. Naja, glaube ich nicht. Das so klappt. Oder? Noch 5 Minuten. Nee, glaube ich nicht. Ich und das ganze Bautheater. So, Oberen kommen weg. Schauen, ob das so reicht. Aber ich muss das komplette bauen. Seht ihr, wie wenig ich kann nicht. Und dem Scheiß einen anderen Kopf. Okay, das kommt noch dahin. Es ist ja schaffbar, es ist ja schaffbar, ist ja nicht so. Aber ist mühsam. Da ballere ich lieber die ganzen Gegner weg, bevor ich da rumfange zu basteln. Das war noch nie meins. Ja, reicht das ja. Schauen wir mal. Minuten, bis ich dich da rausholen muss. Ja, wieso kann ich jetzt da nicht bauen? Ich muss da wirklich alles fertig machen. Ja, es ist auch nur eine Zusatzaufgabe. Ich glaube nicht, dass ich da alles abschließen muss. Seine bauen kann. Ja, vergiss das. Ich lasse das einfach so stehen. Da muss ich, glaube ich, einen anderen Charakter spielen, wo man bauen kann. Und auch etwas mit dem Thema befassen, aber das hat mich, wie gesagt, noch nie wirklich so interessiert in dem Spiel. Außer etwas Verteidigung aufzubauen, war es das. Aber ich habe schon einige Kollegen, die das wirklich
Sehr zügig sogar. Ganze aufbauen. So, kann ich jetzt. Ganze mal zurücksetzen. Braucht natürlich die komplette Wand. Nicht ein halbfertiges. Ja. Alles wieder beim Alten. Ja, schade, dass wir da keine Überlebenden bzw. einen Anwalt unter den Überlebenden gefunden haben. Ja, da hat ja wohl eine Fleisch gebaut. Okay, war ja klar. So, fortsetzen. Ich glaube, ich starte direkt einfach den nächsten Anlauf. Obwohl wir am Anfang genug Unterstützung hatten. Aber da ist dann einer rausgegangen. Und der zweite, unser Baumeister, war auch nicht da. Ja, wisst ihr was? Ich starte einfach direkt jetzt einfach noch einen Versuch. Komm schon. Vor allem, wir müssen ja auch vier. Und Welte finden, ja, komm. Ich nehme das als beste Team, was ich da bekomme. Bin ja nicht so wählerisch. Das erste Team, was da jetzt aufkreuzt, nehme ich einfach mit. Leben retten, alles klar. Oh, da unten sehe ich schon den ersten. Überleben, den nehme ich gleich mit. Bin schon da. Hilf mir mal! Oh ey, die verstecken sich ja schon wieder. Das glaubt mir keiner. Gute Arbeit. Weiter so. Okay. Kein Anwalt, alles klar. Ich weiß, wir werden bald einen Anwalt finden. Such einfach weiter. Wieso liegt da ein Polizeiwagen da unten? Hey Kleiner, bleib weg von uns. Oh, eine Schatzkiste. Sage ich nicht nein dazu. Unser Cowboy, natürlich unser Cowboy, der ist ja immer da. Ausrufezeichen. Ja, dann erlöse ich mal, wenn er da feststeckt. Gut, ich verschwende einfach keine Zeit. Ich muss da Überlebende finden.
da auch die Ressourcen, glaube ich, sammeln. Damit wir dann die Radarstation bauen können. Sieh mal, ein Kochbuch für Gruselkoch-Klassiker. Du warst wundervoll. Wow, du hast schon ein Geisterkochbuch gefunden. Putergeister. Truthahngerichte für die Lautspukenden. Poltergeister. Die sind so verletzend. Ich bin so gruselig, ich lass Dinge fliegen. Immer die gleiche schwebende Büchertour. Ich verarschen echt alles und jeden. Oh, doch was. Mann, in dem Buch geht's ums Essen von Seelen und nicht von genialem Frühstück. Willow, du isst doch keine Seelen, oder? Hast du dir die Leute um mich rum schon mal angesehen? Die mit Dingen aus Haaren und Daumen. Wie geht's? Solche Seelen mag ich nicht. Bäh. Nicht so ungut. Alles gut. Ich habe ja wirklich Haare und Daumen. Okay, musst du jetzt wirklich anscheinend doch mit dem Bauen wieder weitermachen? Oh, da schaue ich nochmal rein, ja. Spielautomat. Dein Ernst? Ja, und schon wieder ein inaktiver Spieler. Ich glaube, die mögen uns. Mal schauen, was unser Kollege da macht. Okay, der hat das Spiel auch verlassen. Lass uns Ballons beginnen, okay. Aber wo fange ich das an? Unten, gut. So rüber da. Ja. Natürlich bin ich bereit. Ja, es ist einfach unübersichtlich, das Ganze. Muss ich echt zugeben. Auf der Karte teilweise. Wir haben einen Bonus im Spiel. Deswegen habt ihr den Vorteil, dadurch, dass ich mich da durchquelle, um die Quest abzuschließen, habt ihr einfach den Vorteil, dass ihr einfach das Ganze noch überspringen könnt und genau die Stellen anschaut, was man da für die Quest machen sollte. Jetzt müsste auch das mit 300 Kills auch erledigt sein. Ja, gleich. Eins noch. Wieder so viele. Oh ja. Okay, kurz mal raus und heilen. Vielleicht den Bus im Auge behalten. Ja, sieht noch alles. Sieht noch gut aus. Rein in die Masse. Bitte sehr.
muss ich da nicht mit der Schrotflinte rumlaufen? Kann eigentlich mehr Damage machen. Ja, komm. Viele gibt's von euch noch. So ein Team will doch jeder. So ein Team will doch jeder haben. Wow. Falsche Tür. Falsche Tür. Will sich nicht überall eine Tür aufmachen. Komm schon. Den Bus verteidigen. Aber ich glaube, meine Freunde, das mit den Anwälten, das kann wirklich lange dauern. Aber ihr wisst jetzt, um was es geht. Wir müssen wirklich Überleben retten und mit sehr viel Glück sind da auch Anwälte dabei. Ich werde das einfach selber dann die Anwälte suchen. Hey, weg vom Bus. Jetzt hoffentlich die richtige Tür. Ha. So viel dazu. Okay, ich fühle mich gerade etwas verarscht. Ja, komm. Da noch eben oben raus. Okay, ich mache das auf Nahkampf. Ja, was geht da ab? Geht da viel Mucke ab? Okay, genug getanzt. Wieso vergesse ich wieder meine Drohne? Wie die abgeht. Schaut, wie die Drohne abgeht. Okay, da kommt noch irgendwo ein heftiger Schaden. Ja, da hinten. Oh. Hör ich deinen Überlebenden? Komm schon, wo bist du? Oh, da hinten. Den hole ich mir noch. Ist auch kein Anwalt? Nice. Und so, wo startet? Ja.
Es interessiert mich wirklich das mit den Anwälten. Ich glaube nicht, dass es. Also, ihr wisst zwar, dass man da Jura studieren kann, aber ich glaube nicht, dass sie das machen. Ja, Level 4 oder ja. So viel Schaden. Level 4 geht easy. Also falls das mit der Anwälte nicht erreicht ist, mache ich das einfach für euch dann selber schnell nach. Ihr wisst, um was es geht. Einfach Überlebende retten. Hoffen, dass die Anwälte dabei sind oder sich zumindest bemühen, Jura zu studieren. Okay, EP, Goldbarren, alles klar. V-Bucks natürlich, wir haben ja die Daily Quest erfüllt. Okay, zwei davon waren Anwälte. Alles klar. Also zwei von denen ist wirklich Glückssache. Vielleicht haben sie danach Jura studiert. Zwei davon, also zwei fehlen uns noch. Das werde ich einfach selber dann schnell sammeln oder finden. Und ihr seht einfach dann im nächsten Video direkt auch die nächste Quest. Und es bleibt auch nicht mehr so viel. Gut, dann sage ich schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.